So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 2019 mit Livorno. Wir sind weiterhin ja relativ gut unterwegs in der Liga. Die Form, da müssen wir wieder ein bisschen zulegen. Ja, der 23. Spieltag steht an, währenddessen andere noch nicht mal den 22. Spieltag abgeschlossen haben. Muss Livorno schon wieder ran gegen Cittadella und wir spielen natürlich mit der B11, denn Werder Bremen steht vor der Brust. Wird ein interessantes Ding. Kilian Jakob, den ich auf die Transferliste gegeben habe, da gibt es auch schon Interessen. Interessen. Sunderland unter anderem. Starke Interessen sogar. Und ja, was soll ich sagen? Munz lässt sich immer noch nicht dazu überreden, dass er bei uns bleibt. Ich finde das irgendwie schade. Und jetzt ist schon wieder ein Verein interessiert und es ist Barcelona. Ja. Ich habe es leider nicht geschafft. Und wenn es wirklich so ist, dass Munz sich keinen Vertrag geben lässt, in diesem Jahr, dann muss ich ihn verkaufen. Da muss ich ihn für gutes Geld verkaufen. Und das wird mir dann jeder im Kader nicht verzeihen. Und dann wird es interessant, was passiert. Mit mir, mit meiner Führungspersönlichkeit und so weiter. Wir sehen uns im Spiel. So, da kommen sie rein. Wir spielen mit der B11 schon erwähnt, oder? Ich glaube schon. Mal gucken, was dabei rauskommt. Danach gibt es das erste Spiel in der Gruppenphase der Europa League gegen Werder Bremen, wo wir natürlich auch versuchen, schon einen Grundstein für die nächste Runde zu legen. Ein Titel irgendwo würde natürlich helfen bei Moons, da bin ich mir sicher. Auch die Qualifikation für die Champions League würde vermutlich helfen in Sachen Vertragsverhandlungen Moons. Das heißt, von dieser Saison hängt extrem viel ab über die Zukunft bei Livorno. Man möge es ja kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Oh, Cappellini mal mit einer Einzelleistung. Und wir müssten theoretisch das Spiel auswärts hier gewinnen. Damit wir auch ein bisschen Lazio auf Distanz halten können, die bei Gott nicht mehr so im Flow sind, wie sie mal waren. Masancin, aufgepasst, jawohl. Irgendwie rührt sich nichts oder wenig. Confezione mit Gelb. Fiorentina führt gegen Inter. Oh, das wäre natürlich toll. Wenn die da gewinnen könnten. Gatto mit der Flanke. Da kommt keiner ran. Fernandes. Oh, was für ein Scheißpass. Aber wir holen uns den Ball zurück. Brunelli hat den. Brunelli spielt zu Cappellini. Cappellini kriegt er den Ball durch. Ja, auf Jakob.
Die Flanke auf Bassi. Bassi mit dem Kopf an den Pfosten. Oh, ein durchwachsenes Spiel. Fernandes mit vielen Fehlern. Ich glaube, da werde ich Torassi reinbringen. Warte, ja. Bin unzufrieden. Da geht mehr. Confeccioni, Walkes und dann Torassi. Das muss besser werden. Eindeutig. Kommt schon, Leute, kommt schon. Das sind genau die Spiele, die du gewinnen musst. Und die B11 ist mindestens qualifiziert für das. Oh, Ciappellini, jawohl. Komm, komm durch alleine. Oh. Ciappellini spielt nicht gut. Ja, der wird an Toren gemessen natürlich. Brunelli spielt schlecht. Ich glaube, ich werde dann Serbien reinbringen müssen. Wir bringen Serbien. Der muss da ein bisschen mehr umrühren in der Offensive. Und wir werden auch mehr fordern. Denn das ist zu wenig, Leute. Kommt schon. 1-0 reicht vollkommen. Ein 1-0, das reicht. Ne. Das ist ein langweiliges Unentschieden. Oder eine Niederlage für uns. Nee, Walkes, passt auf, dass da nichts passiert oder auch nicht. Komm, Walkes. Jawohl, Flora hat ihn. So, Chapsi. Jawohl, Serbin. Komm. Jawohl, Serbin geht durch. Serbin! Pfosten, nein! Der wollte es zu genau. Da geht er wunderschön durch. Und dann den Pfosten. Ein bisschen haben wir noch. Ein komplett langweiliges Unentschieden. No. Wahnsinn. Ei, ei, ei. King Citadel. Kann ich nicht zufrieden sein. Die Spiele Torino unentschieden, 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 alles unentschieden.
Da hätten wir so profitieren können. Eieiei. Ich melde mich wieder, sobald es es gibt. Ja, und leider Gottes gewinnt Lazio gegen Sassuolo und Juventus gegen Empoli. Ja. Das zu dem. So, das erste Aufeinandertreffen von Werder Bremen und Livorno im internationalen Pokal. Ja, Peter Stöger ist dort Trainer. Hat er auch eine schöne Karriere hinter sich, aber das hatten wir letztens schon erklärt. Ja, der Auftakt. Roberto Scarboni mit Rippenbruch ist mal einen Monat außer Gefecht. Hilft nichts, muss Bassi ran. Der kann das, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Ja, auf jeden Fall hat Barcelona wieder angeklopft bei Moons. Also angefragt haben sie nicht, aber sie sind wieder interessiert. Warum auch immer. Ich melde mich wieder im Spiel. Das ist die Aufstellung, die A11, ausgenommen Scarboni. Mal schauen, was draus wird. So, alles bereit im Weserstadion. Für einen grandiosen Abend. So, ich erwarte mir Chancen für das Rückspiel. Wir sind auf solche Sachen vorbereitet. Die Halbzeit, die Kabinenansprache ist jetzt nicht so gut angekommen. Vielleicht ein bisschen zu verhalten, vielleicht sind wir eindeutig besser als Werder Bremen. Das kann ja sein, ne? Wir spielen ja oben mit in Italien. Weiß nicht, ob die italienische Liga spannender ist, interessanter ist. Ich habe mich mit dem deutschen Fußball noch nicht so auseinandergesetzt in letzter Zeit. Kann ich jetzt so leider Gottes nicht sagen. So, Walter Moons, Thorassi, nochmal Thorassi, das war ein schöner Doppelpass, auch wenn er nicht gewollt war. Jetzt der Pass in die Schnittstelle zu Serbin. Serbin spielt nach innen, Thorassi, Pfosten. Ui. Balduin hat den Ball, Valkes, Thorassi. Na, jetzt beginnt das Rumspielen um den 16er. Balduin mit der Flanke oder mit dem Versuch einer Flanke. Da wird er leider Gottes abgeblockt. Jetzt vielleicht gleich im Gegenzug dann Werder Bremen. Die haben da jetzt Platz. Der lange Ball, der kommt an. Und da ist das 1 zu 0 für Bremen. Da hat Giesecke nicht gut aufgepasst. Da hat er sich ein bisschen, da hat er die Übersicht verloren. Ganz klassisch. Da wusste er nicht mal, nicht mehr, wo Ball und Gegner ist. Ei, ei, ei. Erster Schuss, erstes Tor. Bremen stark unterwegs in dieser Anfangszeit. Noch ist nichts verloren. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ein Tor schießen. Und dann sind wir schon wieder besser dran als Bremen, aber Bremen scheint hier weiter nach vorne zu stürmen und das ist ein knappes Ding gewesen. Uiuiui. Ängstlich, Marconi und Mara. Mons mit der sechsten Gelben. Kommt schon, Leute. Ihr könnt das. Ei, ei.
Giesinger ist schlecht heute. Eine 6-4. Und es kommt nichts zustande. Ist ein 1-0 auch eine gute Ausgangsposition? Ah, schwierig, ich glaube nicht. Na, sie haben Pech gehabt. Müssten wir wirklich so sagen. Ah, jetzt gibt es wieder gelbe Karten en masse. Boah. Jetzt wird es wieder eine Schlacht am Feld. Na. Flora, ich bin ruhig, weil ich angespannt bin. Nur so zur Info. So, keiner geht hin, keiner geht hin. Und das wär's fast gewesen. So, Bassi, vielleicht mal ein Freistoßtor wieder? Ne. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Zwei Spieler hintereinander, die so komisch verlaufen und nichts passiert. Nur ein Tor. Oh, Faisan wäre da gewesen. Aber es ist abseits. Natürlich ist es abseits. Kommt schon, Leute. Ja, das war's. 1-0. Wir verlieren das Spiel 1-0 und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist ein gutes Ding, ist das ein schlechtes Ding? Wir sagen mal, dass es ein gutes Ding war. Oh. Das Ding. Wer ist denn eigentlich unser wertestärkster? Giesecke. Für 10 Millionen geholt. Der ist 35 Mille wert. Wow.
Hat jetzt schon mehr Spiele als bei Real und das werden noch einige. Danach Moons. Marconi ist der nächste. Gatto. Gatto. Ciappellini, Bassi. Mara, so weit hinten, hey. Mara ist weniger wert als wie Gatto, obwohl er viel besser ist. Interessant, oder? Also finde ich schon. Der Topverdiener ist Giesinger, ja, das ist klar. Ciappellini, Vargas, wer ist denn da dran? Southampton, Bassi, Inter. Inter will Bassi haben. Das ist auch so eine Geschichte. Ruggero Bassi. Eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler. Wir gucken mal. Balduin, ein gestandener, noch nicht gestanden, aber ein junger Flügel, verdient bei mir 100.000 und spielt eigentlich schon öfters Serie A, genauso wie Conficcioni, 300.000. Pesanjo bekommt bei mir eine halbe Mille. Jakob auch eine halbe. Serbin zum Beispiel bekommt 1 Million. Ist einer der besten Spieler in der Mannschaft und bekommt nur 1 Mille. Eigentlich irgendwie schon komisch. Brunelli genauso. Neymar kriegt auch nur 1 Mille. Man. Das ist eher auch zu viel für das, was er bringt. Aber ich glaube, dass wir eben hier mit ihm, was die Trikotverkäufe betrifft, einfach so viel Geld machen, dass sich die Million wieder reingespielt hat. Möchte eine Chance in der ersten Mannschaft. Okay, das bedeutet, er wird bald anfragen. Weiß nicht, ob wir hier irgendwas falsch oder richtig machen. Auf jeden Fall die Statistiken. Top-Torschütze ist Serbin und Makroni. 11 Tore beide. Schon der Wahnsinn eigentlich. 11 Tore beide, das heißt 22. Cool. Serbin die höchste Bewertung. Meisten Vorlagen Mara und Serbin. Also Serbin ist so ein richtiger Schlüsselspieler für unser Spiel im Großen und Ganzen. Und der ist aber auch schon 28 Jahre alt. Dann Valkes mit der besten Passquote. Ja, das ist aber auch seine Aufgabe, ganz ehrlich. Das ist seine Aufgabe, das muss er machen. Spiel des Spiels, Serbin. Oh. 50 Tore in der Serie A, da sind wir auf Platz Nummer 1. 35 Gegentore, da sind wir auf Platz Nummer 12. Ja. Die Jobsicherheit. Oh, zu ihm habe ich ein schlechtes Verhältnis. Ist auch interessant. Dafür habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis natürlich zu meinem ehemaligen Trainer.
der jetzt vereinslos ist. Mein Co-Trainer ist das, Entschuldigung, nicht Trainer. Das ist mein Co-Trainer. Wer ist das? War der auch mal bei mir? Nee. Das ist einfach, hat sich nur so ergeben. Der war auch nicht bei mir. Hat sich auch nur so ergeben. Dann Roberto Mancini. Wir sind Freunde. Yo. Roberto, wie geht's? Ah, italienischer Nationaltrainer, dann Inter und jetzt bei Napoli gewesen. Gewesen, glaube ich, erst vereinslos. 63 Jahre alt. Weiß nicht, kann ich mit ihm. Mit ihm als Co-Trainer. Der Posten ist bereits besetzt. Dann ein Assistenztrainer. Mancini als Assistenztrainer, warum nicht? Und Bucci, ah ja, genau. Der kommt mir auch noch bekannt vor. Das ist alles noch aus der Zeit, aus der zweiten Liga bis halt auf Mancini, aber oh, schon sehr interessant. Auf jeden Fall quatsche ich zu viel, ein bisschen zu viel hier aus meiner Geschichte. Was mich persönlich anbelangt, wer da ein bisschen reinschauen möchte in die Chronik, was so alles passiert ist, beziehungsweise meine Karriere ist die Übersicht, könnt ihr auch pausieren und mal gucken. Karriereverlauf, ja, da ist nicht viel passiert. Meilensteine, genau, alle Meilensteine, die passiert sind. Sonstiges. Genau. 2021 wurde ich bei Livorno eingestellt. Spartak Moskau hat mir einen Trainerposten angeboten. Genauso wie Real dann 2023. Dann kam der HSV um die Ecke. Dann Tottenham. Dann San Sebastian, Italien. Italien, genau, dann hat Italien angeklopft, da habe ich dann auch gleich angenommen. Und Manchester hat nie angefragt. Ich dachte, die hätten mir einen Job ange. Ach so, so weit ist es nicht gekommen. Ich habe kein Bewerbungsgespräch gemacht. Da geht es um den Job, am Jobangebot. Ach, das habe ich gemacht, um eigenes Gehalt hochzutreiben. Ja. England wurde mir angeboten. Transfers, Mitbewerber. Transfers habe ich einige gemacht. Der letzte war Pazzini. Am Milan verkauft. Und Utkus habe ich verkauft. Wie geht's dem eigentlich? Ah, Utkus, das war schon auch ein guter. Ja, so ist das. Auf jeden Fall, in den nächsten beiden Spielen geht's dann ums Eingemachte. Sassuolo, wir müssen gewinnen gegen Sassuolo. Wir müssen punkten wieder. Wir müssen uns auch ein bisschen ja, frei spielen, um dann gegen Bremen nochmal zu punkten. Also die nächsten beiden Spiele, das wären so Schlüsselspiele. Verlieren wir gegen Sassuolo, verlieren wir den Anschluss nach oben. Verlieren wir gegen Bremen, sind wir draußen vom Europacup. So einfach ist das. Und dann müssen wir mit dieser positiven Wende gegen Sassuolo und Bremen gegen die Fiorentina gewinnen, was auch wichtig ist in der Liga, um dann auch noch gegen Inter den Einzug ins Finale klar zu machen, um wieder in einem Finale zu stehen, um wieder, also zum zweiten Mal hintereinander sozusagen, ja, was Großes zu schaffen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.